Seit dem 16. November ist das Stadtgeschichtliche Museum Schabbel um ein kunstvolles Werk reicher. Die Fielmann-Stiftung übergab ein komplett restauriertes Landschaftsgemälde von Theodor Martens an das Museum in Wismar. Das Gemälde hat die Maße 45 x 75 cm. Einen offiziellen Titel trägt es nicht. Dennoch ist das Werk unter dem Namen Flusslandschaft in Norddeutschland bekannt. Der Wert des Ölgemäldes wird auf 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Die Landschaft stellt vermutlich den Spätsommer dar. Der imposante Himmel nimmt 2/3 des Bildes ein, die Landschaft 1/3. Der Fluss macht die Landschaft als Diagonale lebendig. Zudem sind ein Dorf und ein Turm erkennbar. Leider aber ist unbekannt, um welches Dorf es sich hier handelt. Die Fielmann-Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, 2- bis 3-mal im Jahr Schenkungen durchzuführen. Damit unterstützt sie kleine und mittelständische Museen. Wismars Kunsthistorikerin Karin Hammer freut sich über das Gemälde des Wismarer Künstlers. Ja, es ist besonders schön, weil wir nicht viele Bilder von Theodor Martens haben. Das ist das dritte Bild, was wir jetzt in die Sammlung aufnehmen können. Das ist sehr schön für uns. Und der Theodor Martens stammt ja aus Wismar, ist auch hier geboren, hier aufgewachsen, hat auch hier seinen ersten Zeichenunterricht gehabt. Und deswegen ist es besonders schön, wenn man so ein, das Objekt eines Wismarer Bürgers hat, der auch eben gleichzeitig Künstler ist. Nun wandert die Flusslandschaft in Norddeutschland erst einmal in das Depot des Museums. Bei passender Gelegenheit wird es in eine Ausstellungsreihe inkludiert.